Juppie und damit herzlich willkommen zu einem weiteren For Honor Video. Ja, ich habe gestern kein Video gebracht, da ich gestern Nachmittagsunterricht hatte und dann am Abend nicht mehr so viel Zeit und alles. Und jetzt kommen schon die Season Pass Leute. Und wenn wir das abgeschlossen haben, dann ja, dann könnt ihr mir die Kommentare schreiben, ob ihr online sehen wollt oder mal andere Spielmodi. Und ja. Ich werde heute wahrscheinlich zwei For Honor Videos machen, deswegen schreibt mir gleich, wenn das Video online ist, halt in die Kommentare, ob ihr ein 1 gegen 1 dann sehen wollt in der untersten Reihe, ein 2 gegen 2 oder ein 4 gegen 4 oder eine Herrschaft, wie ihr wollt. Ich schreibe es euch nochmal in die Kommentare, welche Spielmodi es gibt. Und wenn ich es vergesse, dann bin ich halt blöd, dann ist es meine Schuld. Wir beginnen mit dem Centurio und er greift nicht so an wie andere. Da, das habe ich von Elchi gelernt, Elchi cool, und zwar, dass Römer früher Stichwaffen gehabt haben und nicht so Hiebe verteilt haben, sondern eher so gestochen haben und deswegen, ja, sticht er auch eher. Zack, direkt den Sprungangriff verkackt. Das finde ich cool. Hier sieht man, er sticht. Und das nicht recht langsam, muss man sagen. Also der Zack, der hat so einen Kick. Den habe ich heute auch erst gelernt. Genauso wie das Springen. Ich habe mich kurz vorbereitet, aber eine Runde, ganz ehrlich, da geht nichts voran. Als Exekution. Ganz ehrlich, mir gefällt die 4x besser. Die werdet ihr wahrscheinlich noch. Okay. Jetzt seht ihr sie nicht, aber gefällt mir besser. Und falls es wieder so raschelt, tut mir wirklich leid. Ich versuche mir eh bessere Kopfhörer zu holen. Aber ja. Oh, ich bin nicht gesprungen. Ja, das habe ich verkackt. Oh, jetzt schon zu zweit, das finde ich ganz cool. Hallo. Ich hätte gerade Rache wieder einsetzen können. Das ist so schlimm, wenn das passiert. Aber ja. Ja. Was gibt's noch zum Sagen? Ich springe nicht mehr. Das ist so wichtig eigentlich, das Springen. Weil. Zack. Damit macht man. Ja, geht jetzt nicht, aber. Ich kann nichts mit dem Centurio. Das ist so traurig. Wieso verliere ich gerade? Das wird generell richtig kacke sein, die Gameplays von den Season Pass Leuten. Weil ich kann mit denen nichts. Außer mit dem Highlander und ich weiß nicht, ob ich mit dem jetzt auch gut bin. Was heißt auch gut? Okay, ich bin gerade richtig konzentriert, aber ja, ich hasse es. Warum? Erstes Match verloren, weil die zu zweit auf einen drauf gehen. Auf jeden Fall bin ich schlecht. Das Match kriegt null. Nein, ja, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr, keine Ahnung, morgen Fortnite sehen wollt oder so. Ist dann wieder mehr Arbeit. Morgen wird dann wahrscheinlich nur ein Video kommen. Und jetzt geht's weiter zum Highlander. Und ja, schreibt mir in die Kommentare, welchen ich mir holen soll, welchen Helden. Und zwar Berserker, Valkyrie,
Shinobi oder Shugoki? Wenn man das nächste Mal die Helden auswählen, könnt ihr pausieren oder so und dann euch die anschauen. Da steht eh, die sind so mit Gelb oder so, kann ich euch dann zeigen, wenn ich dran denke. Ich habe extra, wenn ich dran denke, angehängt, weil ich weiß nicht, ob ich dran denke. Der gefällt mir, weil wenn er geschlagen wird, dann lässt er sich nicht wirklich aufhalten von den Schlägen. Und schau, ich meine, schau dich die Wucht an von den Schlägen. Und das ist meine Lieblingsexekution von denen. Mit seinem Er hat so ein richtig fettes Schwert. Der ist. Ich liebe den Highlander, weil. Und warte, ich glaube, ich kann es zeigen. Oh! Bist du deppert? Ich darf nicht gegen den verkacken. Ich soll es doch nicht zeigen. Nein, ich habe auch gerade geschlagen. Das einzige Problem, er schlägt langsam, aber dafür macht er richtig viel Schaden. Gott, wenn wir dieses Match da auch verlieren, dann raste ich aus. Aber das sollte nicht der Fall sein. Aber mit dem nächsten, da werde ich klar, da werde ich einfach richtig abschalten. Kläglich scheitern. Das war das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Ja, kannst du auch schon aufhören zu schlagen. Ganz. Und so schlecht. Ich möchte diese. Die Dumme da einfach nur jetzt abschlachten. Runde 4. Mann, was ist los mit mir? Boah, was ist mit da gerade? Das war ja der Move, den ich euch zeigen wollte. Nein. Ich bin schlecht geworden, das merkt man mir, glaube ich, an. Ups, ich habe die Viereckexekution noch gar nicht gezeigt. Entschuldigung für das jetzt, aber. Hallo. Ah ja, boah, ich setze die ganze Zeit nicht das Wegstoßen ein. Das hier. Da kriegt man meistens einen Schlag durch. Immer die gleiche Seite und das macht dann richtig viel Schaden. Muss ich sie halt so ausschalten. 4x-Exekution. Oh, fuck. Ja. Hallo. Der ist gleich im Rachemodus. Exekution, auch wenn sie verdammt brutal ist. Ja, jetzt kommen wir zu meinem, den ich aus dem Season Pass am wenigsten mag. Und zwar, ich weiß jetzt nicht den Namen, das ist so ein Ninja. Werdet ihr gleich sehen. Und ich zeige euch jetzt auch schnell die Auswahl zwischen welchen ihr entscheiden könnt. So, und zwar dem Shugoki hier, Berserkerin, Walküre oder Nobushi. Und den einmal, hä? Shinobi. Achso, das ist der Shinobi. Das tut mir leid. Shugoki, ja. Jetzt egal.
Ich bin unorganisiert. Das merkt man. Auf jeden Fall, bei ihm ist das Besondere, er kann so mit seinen Kettenteilen von großer Entfernung weit einfach die hinhauen. Es macht verdammt wenig Schaden und es ist. Keine Ahnung, ich mag es nicht. Er hat wenig Leben und er macht nicht so viel Schaden. Doch, er macht okay Schaden, aber. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Schau hier, aufladen, zack. Alles klar. Okay, die Exekution. Auf jeden Fall die Exekution. Ich weiß nicht, in Online, ich weiß nicht, wie viel sich das dann bringt, weil die dauern recht lange und währenddessen ist man ja auch vollkommen angreifbar. Runde 2. Das war jetzt, glaube ich, die Dreiecksexekution. Hallo, mein Freund. Was machst du? Nein, ich habe auch gerade angegriffen. Hallo, mein Freund. Soll ich auch mal. Oh, Gott sei Dank. Danke, Typ. Was machst du, meine? Ja, ich bin nicht gut mit ihm. Ich verstehe es auch nicht. Man, es ist irgendwie. Man muss mit dem üben und mir macht auch nicht richtig Spaß. Es ist nicht der Charakter, der bezahlt. Auf jeden Fall habe ich ihn und muss ihn deswegen nicht mehr kaufen. Ich hätte mir vielleicht davor Videos anschauen sollen oder so von dem. Und um mir die alle zu kaufen, ihr wisst nicht, wie lange das gedauert hat. Das ist aber ganz witzig, glaube ich, in Online. Da eine kämpft und man piekst ihm einfach hinten in den Rücken. Aber ich finde es schwer, mit dem dann Exekutionen zu machen. Oder? So, ich schreibe es euch nicht in die Kommentare, die Modi. Aber ich zeige euch jetzt die Modi, welche ich meine, zwischen denen ihr euch entscheiden könnt, welchen ihr sehen wollt. Nur, ja, das wird dann immer wieder länger dauern. Das wird dann eine XXL-Folge. Zurück zum Hauptmenü, ja. Benutzerdefiniertes Spiel. Spielmodus hier, Scharmützel. 4 gegen 4, würde ich sagen. Oder? Nein, nein, Vernichtung, tut mir leid. Vernichtung 4 gegen 4. Handgemenge 2 gegen 2 oder Duell 1 gegen 1. Und ja, also die drei Modi, die zwei mache ich nicht und das auch nicht. Das könnt ihr, das werde ich online noch machen. Auf jeden Fall war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, das Rauschen ist jetzt, also dieses Dings da, das Rascheln ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, schaut bei Nonzo Gaming vorbei. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert mich, wenn ihr es nicht getan habt. Und ciao. Ciao, ciao.